Willkommen zu Frequent Traveler TV, hier wieder eine frisch gepresste Ausgabe vom Meilenmittwoch, aber an einem Donnerstag. Die Themen, die ich für euch habe, sind nicht minder frisch gepresst und interessant. Einmal haben wir Condor 199 Euro One Way von Europa, Frankfurt natürlich, wo sonst, nach Los Angeles. Würde ich fliegen, wenn es nicht Economy Class wäre, aber bei dem Preis, der ist leider heiß. Dann geht es weiter mit Burn While You Earn. Wir haben wieder ein Beispiel dafür, warum Meilenkonten keine Bankkonten sind, auf die es Zinsen gibt. Also auch ein interessantes Thema. Dann geht es weiter mit dem Thema Corporate Rates. Wenn ihr für Corporate arbeitet und ihr Raten nutzen dürft, gebe ich euch mal ein Beispiel. Ich habe Airbus ausgewählt. Dann geht es weiter mit World of Hyatt, Mr. and Mrs. Smith und warum meine Liebe zu Hyatt nicht schwindet, aber schwierig ist. Man, auf Facebook, glaube ich, würde es heißen, it's complicated. Also insofern, da gehen wir auch noch mal drauf ein. Da werde ich euch noch mal ein paar Insights geben. Und wir haben Radisson mit 35% Rabatt sogar und 2500 Punkten. Jetzt seid ihr dran, wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und Kanalmitgliedschaft oder amerikanische Kreditkarte oder wie auch immer. Der Einfachheit halber wieder vor der Lampe. Da ist die Rufnummer. Ich muss mal selber gucken. Also, denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Und jetzt geht es auch direkt los mit den frisch gepressten Themen. Und zwar Condor in der Economy Class. Normalerweise haben wir Deal Zone am Ende, aber es ist ein Economy Class Deal. Da kann ich nicht viel zu sagen, da kann ich nicht viel schön reden. Aber für 199 Euro muss man der Ehrlichkeit halber sagen, im A330 Neo von Condor, das ist gar nicht mal so schlecht. Es handelt sich natürlich um einen Handgepäcks-Only-Tarif. Da muss man natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, dass man dort auch ja, spannende Preise hat. Aber halt Handgepäck, nur 8 Kilogramm im Flugpreis. Wer einen Koffer aufgeben will, der zahlt direkt 25% Aufschlag. Also das heißt, anstatt 199 bezahlt direkt 250 für einen Koffer. Deshalb wisst haargenau, was ihr tut. Der Hinweis vielleicht für den einen oder anderen, ihr fliegt mit dem Economy Class Ticket hin, kauft euch alles in den USA, macht euch den Koffer voll und nutzt den Rückflug mit Lufthansa Miles & More. Aber denkt dran, Gebühren aus Amerika nach Europa One Way, ihr legt es euch auf den Arsch. Also das ist teuer, nur so als Randbemerkung. Ich hatte für Kunden gebucht, da hatte die, also unglaublich, also der One Way Business Class von Miami nach Frankfurt hat 900 irgendwas Dollar an Gebühren gekostet. One way. Unglaublich. Unglaublich. Wir haben dann einen Deal, der etwas glaubwürdiger ist, wo wir auch sagen müssen, das ist schön, das ist bei Radisson. Ja, ich weiß, Radisson, eine Marke, die ich nicht so bespiele. Ich persönlich, ich weiß gar nicht. Ich fand sie damals lustig, als sie Radisson SAS waren, aber das ist wahrscheinlich wegen meiner Fliegeraffinität. Auf jeden Fall ist es so, die haben jetzt 35% Rabatt und 2500 Bonuspunkte. Wichtig ist, dass es für den 1. Juli bis zum 10. September gebucht, Buchungen sind, also der Reisezeitraum, und gebucht werden muss bis zum 2. Mai. Die Raten sind wie immer gefixt. Das heißt also, ihr müsst wissen, dass ihr dahin wollt. Ihr könnt nicht stornieren, aber es gibt halt 2500 Punkte und 35% Rabatt. Aber wie an dieser Stelle auch immer wieder noch gesagt, kontrolliert trotzdem andere Raten. Vielleicht sind sie trotzdem billiger. Da gibt es durchaus interessante Sachen. Und wer heute noch mal bei Qatar buchen möchte, der kann auch dort sparen. Und zwar ist das Sparen möglich mit der Rabattaktion, den Flash Sale. Also nicht mit Fleisch, sondern mit Flash. Und da ist es so, dass man auch sparen kann. Ich habe euch das mal vorbereitet. Da gibt es verschiedene Seiten für Deutschland, Österreich, für halt verschiedenste europäische Länder. Wir gucken uns der Einfachheit halber natürlich Deutschland an. Und da könnt ihr das Angebot sehen. Ich gebe euch das jetzt aufs Auge. Da haben wir es. Und da seht ihr 48 Stunden Angebot. Ich muss mal einmal refreshen, damit das Flash-Angebot auch flashy ist. Wir können noch mal gucken, dass das ein bisschen hübscher für euch ist. So, da seht ihr es besser. Sorry dafür.
Auf jeden Fall kann man da halt gucken bei der Flugsuche und 48 Stunden lang exklusive Angebote, ultimativer Komfort, bla 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 bla. Ihr seht das alle. Und da geht es halt wirklich los. Aber wichtig ist, dass ihr dann denken müsst, ich bin doch Privilege Club Mensch, dass ihr quasi bis heute Abend Zeit habt. Er gibt mir natürlich Helsinki an, weil ich hier in Helsinki bin. Da seht ihr halt zum Beispiel Ziele, Kathmandu und so weiter. Ich könnte jetzt mal hier eingeben zum Beispiel Frankfurt, weil ich habe ja Deutschland versprochen. Dann sagt er Bangkok ab 625, Phuket 723, Colombo, Malediven und so weiter und so fort. Also einige Flugpreise, die man halt wirklich nutzen muss. Denke ich doch schon, oder? Ja, machen wir. Ihr könnt ja auch schreiben, was ihr davon haltet. Aber ist auch ein interessantes Thema gestern gewesen zu dem Thema. Deshalb muss ich jetzt auf meine anderen Sendungsformat hinweisen, und zwar auf meinen Vielflieger News Update. Und zwar da war das Thema, ob Lufthansa Allegris kommt, und jemand schrieb, ich brauche nur Q-Suite, Hauptsache meine Schuhgröße 47, glaube ich, war es, passt. Ich habe 48, also insofern wäre 48 auch okay, wenn es passt. Und dann halt die Frage, ist Qatar Airways mit der Q-Suite 2.0 schon wieder vor Allegris, und Allegris damit alter Quatsch und einfach nicht hübsch. Gut, damit haben wir eigentlich die Rabattaktion für heute schon wieder abgearbeitet. Wir können nämlich jetzt auf das Thema Hilton gehen. Und zwar, nee, lass uns zuerst mal Burn While You... Nee, Hilton müssen wir machen. Ich weiß gar nicht, warum habe ich... Ich habe Hilton, habe ich vergessen. Nein, wir machen jetzt Hilton. Ich habe Qatar vergessen aufzuschreiben. Unglaublich, was hier so passiert. Gut, auf jeden Fall ist es so, Hilton Diamond Fast Track, und da habe ich euch auch was vorbereitet. Und zwar gibt es da Angebote für verschiedenste Firmen, da gebe ich euch das auch wieder auf die Augen. Gut, dass wir es haben. Join Hilton on a student, get a Fast Track to Diamond Status, get started. Also das heißt, es gibt auch hier wieder für die Firmen einen Status Track, und ihr seht hier, dass es für Airbus ist, Airbus Exclusive Hilton Reservation Page und so weiter und so fort. Ihr seht oben den Link, wo man den findet. Und ich habe mal Available Rooms eingegeben für Helsinki zum Beispiel, einfach für heute im Hilton Strand, wo ich auch bin. Mein Zimmertyp, was ich hier hätte, das wäre, ist gar nicht drauf, wo sehe ich es denn? King Executive ist Seaview, nee, das ist nicht das, was ich habe. Ich habe im Prinzip zwei Zimmer, also ein Zimmer, was aussieht wie das hier, wie dieses, mit dem Schreibtisch. Und habe hier quasi das Sofa, was ihr jetzt seht, und habe dann auf der anderen Seite so ein nochmal so ein Zimmer, also gespiegelt mit Zwischentür. Aber ihr seht jetzt hier nochmal die Preise, nur so als Beispiel, wenn man jetzt das billigste Zimmer nimmt und dann guckt man, was bei More Prices Available ist, und dann seht ihr halt wirklich auch, dass es gar nicht mal so weit weg ist von dem Hilton Honors Discount, den man bekommt. Aber was halt interessant ist, ist eher an den ganzen Sachen die Bedingungen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auf den Honors Discount guckt, dann seht ihr bei der Cancellation Policy, dass das bis gestern Abend hätte reserviert oder storniert werden müssen, kostenfrei. Wenn ihr hier guckt, da könnt ihr gucken, was die haben heute und das bis 4 Uhr. Also daran seht ihr, dass die Firmenraten sehr oft wesentlich bessere Stornierzeiten eingeplant haben, als wir es haben. Teilweise hat man ja auch 7 Tage vorher und so weiter und so fort. Aber ansonsten gibt es natürlich die anderen Raten. Ich selber empfehle wirklich nur Raten zu nutzen, die ihr auch wirklich nutzen dürft. Denn die Raten haben gewisse Fallstricke, die ihr vielleicht gar nicht kennt. Wer solche Seiten findet oder diese Seiten bucht, es kann sein, dass diese Raten nur dafür gedacht sind, dass man zum Beispiel auf Business-Trips die nutzen darf. Ja, heißt also, dass man dort dann halt wirklich nur, wenn man einen Grund hat, reist, kann kontrolliert werden. Dann gibt es Raten, die sind für Business and Leisure, die sind halt auch für Geschäftsreisen oder aber auch für Freizeit. Und es gibt Reisen, die sind nur für Freizeit. Bei Emirates zum Beispiel war das so, da haben wir, wenn wir Business Travel gebucht bekommen haben, dann ist das von Corporate gemacht worden. Ich habe den Rate Code auch gar nie gesehen.
wenn Leisure war, hatten wir eine eigene Leisure-Rate mit dem Hotel und dann gab man dann halt das an und wir mussten halt immer die Emirates-ID zeigen. Also ich hatte so eine Emirates-ID, Platinum, auch komischerweise genannt, die das dann verifiziert hat. Oder wenn ich zum Beispiel für andere Firmen was mache im Consulting-Bereich und ich übernachte, werde ich auch in Hotels manchmal gefragt, ob ich da in irgendeiner Art und Weise einen Nachweis habe. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, irgendwie seit Covid hat das auch wirklich stark wieder nachgelassen. Also während Covid sowieso, weil ich froh war, dass jeder kam, der kam. Und die Raten waren ja auch nicht wirklich billiger, weil jeder hat im Prinzip ja fast nichts mehr bezahlt. Ja, das dazu. Also da könnt ihr nochmal was zu sagen und was eure Meinung dazu ist und ob ihr das fair findet natürlich, dass es für solche Firmen halt Fast Tracks gibt. Und ich, wenn man die Liste durchgeht, Abbott, ABC, Accenture, Airbus habe ich ja gezeigt, American Express und so weiter und so fort, AT&T, die sind alphabetisch, da gibt es so viele Raten, selbst Humana, ich glaube, das sind die Schuhe, ne? Aber auf jeden Fall, dass man da halt wirklich auf Zack ist, dass man da die Raten trotzdem kontrolliert, weil manchmal gibt es Raten, die besser sind und auch Verfügbarkeiten. Es gibt übrigens bei Firmenraten übrigens zwei Sachen. Einmal gibt es bei Firmenraten Raten, die haben immer denselben Preis oder aber Raten, die sind, und das ist das meistens, die sind immer 10-15% unter der Rack Rate. Rack Rate ist die Rate des Tages im Prinzip. Und so bildet sich das zusammen. Und dann ab einem gewissen Punkt gibt es zum Beispiel auch die Firmenraten nicht mehr verfügbar, weil das Hotel zu voll ist. Das nur so als Hinweis. Ich persönlich habe auch festgestellt, dass zum Beispiel, wenn ich vergleiche bei Hyatt, wenn wir unsere FT Circle Rate nehmen im Vergleich zu IBM oder anderen, dass wir teilweise billiger sind, weil wir halt nicht in diese Kontingentbegrenzung reinschlittern. Und das nur so als Nebenhinweis. So habt ihr halt was jetzt gelernt zum Thema Meilenpunkte sammeln, wenn man auf Firmenreisen ist. Wir haben auch noch mal ein Thema, was für mich wichtig ist. Das ist dieses Burn while you earn. Ich habe viele Diskussionen mit Leuten. Ja, ich sammle meine Meilen, um dann einen riesen Preis zu haben, mit 100 Leuten zu verreisen. Ja, das ist ein hehres Ziel. Aber je nachdem, wie viele Meilen man sammelt, ist es halt wirklich relativ problematisch, weil man nie weiß, wann die nächste Meilenentwertung kommt. Es geistern ja Themen rum, bei Lufthansa kommt die Meilenentwertung. Ja, das ist eine self-fulfilling, also eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ganz einfach deshalb, weil man, irgendwann muss das ja passieren. Und ich weiß eigentlich nicht, nach welchen Kriterien das geht, ob da jetzt irgendjemand einen an der Marmel hat und sagt, oh, wir müssen heute wieder 10% sparen und dann machen wir hier das und das. Bei Finnair ist es ja auch so gewesen, einmal vor dem Avios-Umschwung hat man ja die alten Meilenwerte wiederhergestellt, hat dann auf Avios geschwenkt. Man hat also da sogar eine doppelte Devaluierung vorgenommen. Man hat auf der Earn-Seite, also auf der Einnahmenseite, wo man die Meilen generieren kann, hat man die Möglichkeiten reduziert. Also das heißt, man kriegt weniger Meilen. Ist halt ein bisschen Arschloch. Bei Lufthansa ist es ja, ich will nicht sagen Arschloch, aber ist auf jeden Fall ein bisschen fairer in Anführungsstrichen. Aber bei Finnair ist es halt so, dass man da halt jetzt wirklich nur noch Cash kriegt und dann mit Status, mit bis zu neunfachen Punkten und so weiter. Also das ist halt so die Geschichte. Und dann halt auf der Ausgabenseite, wo dann auch nochmal gesagt wird, wo man die Awards teurer macht. Und das ist halt natürlich immer wieder ein Thema, das man halt im Blick haben muss, dass die Meilen, die man sich verdient hat, und die Meilen sind nichts anderes als ein Naturalrabatt. Das ist wirklich nichts anderes in meinen Augen. Und gerade wenn sie am Preis, also am Geld fix gemacht sind, dann ist das nichts anderes als das alte gute Kupambock. Wenn du beim Kaffee deines Vertrauens 10 Kaffee getrunken hast, kriegst du einen Kaffee für Umme. Und genauso ist das bei Airlines. Wenn man halt im Prinzip sagt, ich fliege 10-mal Hamburg-München und ich kriege einmal Hamburg-München umsonst, weil ich die Meilen gesammelt habe, dann ist das nichts anderes als ein Couponbook. Und in dem Moment, wo ich halt diese Rate, wo ich zum Beispiel auf einmal nicht mehr 10, sondern 12 Flüge brauche, um einen Flug nach München zu bekommen, kostenfrei oder andersrum, dann ist das eine Devaluierung. Und das haben wir natürlich auch jetzt gerade bei United erlebt. Und United veröffentlicht ja keine Meilentabellen mehr.
Das ist ja auch so eine Unart, dass man gar nicht weiß, wie teuer ist das Ticket, wie viel muss ich sammeln? Ich rufe an und dann kriege ich einen Preis. Das ist halt auch eine Seuche, die da um sich greift in meinen Augen, wo man wirklich auch sagen muss, das kann man nicht unterstützen, weil es ist halt wirklich keine Transparenz. Und deshalb ist es halt so, dass man, wenn man sich das anguckt, dass man in meinen Augen die Meilen dann nutzen sollte, wenn es für einen Sinn macht, auch bei Hotels, dass man sie dann nutzt, wenn es Sinn macht. Ich habe zum Beispiel hier überlegt, soll ich für diesen Aufenthalt 59.000 Hilton Honors Punkte bezahlen? Habe ich überlegt, ich glaube, ich bezahle lieber die 140 Euro habe ich pro Nacht bezahlt. Ja? Weil es einfach in keiner Relation steht. Und das ist halt wirklich das Problem, gerade wenn man mit Programmen wie mit Hilton oder sowas zu tun hat, die halt wirklich diese Fluktuationen in den Punkten haben und beim Preis. Also das heißt, dass sich der Preis an den Punkten manifestiert. Hilton Airport war, glaube ich, 40.000 Punkte und dann hat die Bude 100 irgendwas gekostet. Jetzt war sie bei 260 Euro nach dem Schneefall. Da waren es auf einmal über 100.000 Punkte. Also daran seht ihr, dass die Punkte wirklich so massiv auseinanderdriften, dass man also anstatt dreimal zu übernachten mit derselben Punkteanzahl quasi nur noch einmal übernachten kann. Und wenn man dann halt sagt, ich weiß jetzt nicht, was der Preis war, sind 120, dreimal sind 360. Ich würde mit 360 Euro rausgehen, was immer noch kein guter Value ist, deshalb ist ein Thema. Aber man bezahlt 250 und würde dann auch nur eine Nacht bekommen. Und daran seht ihr halt die Diskrepanz, was halt passiert, wenn man diese Fluktuation hat in den Punkten. Und ich werde da auch gleich nochmal weiter drüber reden. Ich weiß, könnt direkt abschalten, wenn ihr sagt, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, auf diese Monologe und auf diese Geschichten. Aber das ist dasselbe Thema bei Hilton und Hyatt, was ich als nächstes machen werde. Also, ganz wichtig, was ihr mitnehmen sollt an dieser Stelle, ist Burn while you earn. Das heißt also, es macht nicht wirklich Sinn, große Meilenkontingente auf dem Konto gut zu schreiben, sondern man sollte sie auch wirklich abfackeln. Weil viele Fluggesellschaften und Hotelketten machen einfach die Änderung, so wie bei United, die haben diese Änderung gemacht. In dem Fall ist es halt wirklich so, dass es sich wirklich nur um diese Partner First Class Awards handelt, ne? Also das ist jetzt nicht die eigene Geschichte, aber trotzdem, das geschieht von jetzt auf gleich. Und da gibt es dann halt in meinen Augen keine Möglichkeit zu reagieren. Lufthansa macht es da fairer, wir können über Lufthansa schimpfen, so viel wir wollen. Die sagen zumindest, ihr habt noch die und die Zeit. Verfügbarkeit vorausgesetzt, logisch. Ne? Ich hatte ja auch auf die E-Voucher hingewiesen, die Hons zu 50% behalten durften und andere mussten einfach nur, ja, und tschüss machen. Das letzte Thema, was wir haben, jetzt habe ich schon wieder so lange geredet, es tut mir so leid. Nee, es tut mir nicht leid. ist es so, Mr. und Mrs. Smith, das ist ein Thema, was also im Prinzip eine Buchungsplattform. Das ist so eine unabhängige Hotelplattform wie SLH zum Beispiel. SLH ist ja zu Hilton rüber konvertiert und Mr. und Mrs. Smith ist von IHG zu Hyatt. Und da sind einige Sachen, über die wir dann sprechen müssen. Das Schöne ist, man kann es jetzt buchen. Das ist einmal toll. Und es ist toll, dass ich Punkte bekomme. Ja? Aber ihr könnt nur Punkte bekommen, wenn ihr über Hyatt.com bucht. Und kein anderer Weg. Ganz wichtig. Dann ist es so, dass wenn ihr auch Hotels habt von Mr. und Mrs. Smith, die gesagt haben keinen Bock auf Hyatt. Gab es ja bei SLH auch. Wir machen nicht damit. So, dann kriegt er da keine Vorteile. Und ganz wichtig ist, Mr. und Mrs. Smith gibt euch nichts für eure Kreditkarte. Wo habe ich mal? Oh. Ich habe meine Kreditkarte auf dem Tisch liegen. Aber die World of Hyatt Kreditkarte gibt da keine Punkte. Doppelt. Einfache Punkte, ja, aber nicht die doppelten Punkte, wie versprochen. Also auch ein Nachteil. Dann, die nächste Geschichte ist, dass sie auch in irgendeiner Art und Weise keine Punkte geben für Essen im Restaurant. Zusätzlich. Spa. Also das heißt, es wird nur die reine Nacht zählen. Cash and Points ist nicht verfügbar. Cash and Points ist jetzt kein großer Verlust, weil ich es nie nutze, weil es für mich meistens keinen Sinn macht. Im Gegenteil. Und was auch wichtig ist, ist die Resort-Fees, die Junk-Fees, Destination-Fees, Whatever-Bullshit-Fees. Die werden für Hyatt Globalisten auch fällig. Das heißt also, die, wenn man bei Hyatt übernachtet, werden sie normalerweise weggenommen, fällt aus. So, und das ist halt wirklich das Thema. Und man hat bei Hyatt
Gott sei Dank nicht so diese, man hat auch fluktuierende Preise, man hat halt einen Standard-Punktepreis bei Punktenächten und man hat Low-Season, High-Season, aber das sind halt fixe Werte, das ist jetzt nichts, wo man sagt, das ist jetzt, geht hoch und runter wie so auf der Börse, sondern man hat einen Maximalwert. Aber da ist es so, da sieht das halt fluktuierend aus. Das muss man dann natürlich ehrlicherweise auch sagen, dass das natürlich ein Thema ist, weil wenn man überlegt, dass man zum Beispiel auf einem Hotel, wo man zum Beispiel, wenn ich bei Hyatt übernachte und das kostet 1.000 die Nacht und das ist halt Kategorie 7, dann kann ich einen Voucher einlösen. Kann ich auch nicht machen. Also da sind so ein bisschen Probleme. Und wenn wir jetzt rüber gucken zur Hilton-Geschichte, was die mit SLH gemacht haben, weil SLH ja gekommen ist, da hat man das ja auch so gemacht bei Hyatt mit SLH. Nicht alle Hotels haben teilgenommen. Man hat bei SLH mehr Geld bezahlt. Das heißt also, man hat ja bei Hyatt versprochen gekriegt, du berufst über Hyatt.com, dann kriegst du bei SLH ein Upgrade. Ja, Pustekuchen. Wenn man das mit dem Zimmer auf SLH.com verglichen hat, dann war das halt einfach der Preis für ein Zimmerkategorie höher. Heißt also im Prinzip, man wurde verarscht. Dann die nächste Geschichte ist auch dynamische Preise und. Und das ist bei Hilton nicht der Fall. Hilton sagt, man möchte die Hilton-Benefits dort honoren, bei SLH. Und in diesem direkten Vergleich muss ich die Schelte, die ich bei Hilton habe, wo ich sage, ja, mein Diamond, ja, ne, hat kein Value oder wie auch immer, weil sie nicht da konsequent sind. Die sind jetzt konsequenter als Hyatt. Und daran sieht man, dass vielleicht eine Diversifikation, wie ich sie betreibe und meine, ich zögere etwas von Liebe zu sprechen und bei Hilton in einem Zusammenhang, aber vielleicht finde ich meinen Frieden bei Hilton wieder, wenn man halt da wieder konsequent ist. Und das ist anscheinend so, dass man da konsequenter wird. Und das macht in meinen Augen Sinn. Allerdings, was ich schade finde, ist, dass Hilton halt den Status rauswirft, wie ich euch vorher in der Sendung gesagt habe. Jetzt seid ihr dran. Nach meinen langen Ausführungen und will ich keine 30 Minuten voll machen, es ist ja immerhin nur der Meilenmittwoch. Einmal zu der Frage natürlich, wie steht ihr zu dem Thema Burn and Earn? While you earn? Wie macht ihr das? Sammelt ihr Meilen auf Teufel komm raus, weil ihr sagt, hey, besser Millionär auf dem Meilenkonto als im Eurokonto? Oder sagt ihr einfach, nee, scheißegal. Ihr könnt ja mal unten jetzt einfach mal braggen und zeigen, was ihr so habt. Ich werde es nicht zeigen, was ich habe, weil mir ist es egal. Aber ihr könnt ja zeigen, welche Meilenstände ihr habt und welche Konten ihr habt und da so ein bisschen die Sau rauslassen, wenn ihr wollt, ein bisschen kommentieren. Kanal abonnieren, Glocke anmachen, Like da lassen. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr wieder bei Frequent Traveler TV vorbeigeschaut habt. Ich werde jetzt ein bisschen rausgehen. Wir haben hier 10.30 Uhr oder was ist es? Ja, 10.33 Uhr. Ich bin mit der Sendung durch. Also danke dafür und bis nachher. Ich mache nachher noch eine Sendung für heute Abend. Also danke, bis dann. Ciao, ciao und Abspann für euch. Thank you.